So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird wieder mal ein wenig experimentiert. Ich habe mir hierfür solche Sägespäne hier besorgt und da werde ich heute mal versuchen, Holzbeton herzustellen. Ja, ob mir das gelingt, werden wir gleich sehen. Los geht's wie immer nach dem Intro. So Leute, ich persönlich finde das Thema Holzbeton ja hochinteressant und innovativ. Insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass Beton nach wie vor der Baustoff Nummer 1 ist und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren bleiben wird. Beton besteht zu einem Großteil aus Sand und Sand ist eine Ressource auf dieser Welt, die leider begrenzt ist. Also es wird irgendwann zur Neige gehen, wenn in der Geschwindigkeit weitergebaut wird. Dadurch hat sich die Wissenschaft dann auch schon seit längerer Zeit mit alternativen Zuschlägen beschäftigt und ist dann eben auch aufs Holz gekommen. Holz wächst immer wieder nach, fällt bei vielen Betrieben, die Holz verarbeiten, als Abfall an und dadurch kann man das natürlich dann sehr gut weiterverwenden. Ja, aus den Forschungen ist dann Holzbeton entstanden und das ist eben ein komplett neuer Baustoff mit vielen Vorteilen, eigenen Eigenschaften und dazu werden wir jetzt dann gleich kommen. So, jetzt mischen wir uns den Holzbeton erstmal an, da gibt es einiges zu beachten. Ich habe da schon irgendwas vorbereitet, dass es nicht so lange dauert und damit machen wir jetzt weiter. Damit wir auch gleich weitermachen können, habe ich mir die Holzspäne schon mal entsprechend vorbereitet. Ich werde insgesamt zwei Varianten testen. Ich habe mir dazu zum einen mal grobe Späne besorgt, wie sie zum Beispiel beim Hobeln anfallen. Und dann habe ich mir noch ganz feinen Staub besorgt. Ja, der fällt zum Beispiel beim Holzfräsen oder beim Holzschleifen an. Ich werde da zwei verschiedene Mischungen machen. Bei der einen Mischung werde ich 50% grobe Späne und 50% feine Späne miteinander vermischen. Und bei der zweiten Mischung werde ich nur die feinen Späne verwenden. Dem Ganzen werde ich jetzt mal hier den Spezialmörtel von der Firma Consulta beigeben, den FUDS. Den kennt ihr ja schon, den habe ich neulich getestet. Da habe ich den Pflanztalg mit beschichtet und damit machen wir jetzt weiter. Bevor die Sägespäne mit dem FUDS-Mörtel vermischt werden können, müssen diese erstmal gewässert werden. Das hatte ich ja schon vorbereitet. Ich habe den Spänen, wie ihr sehen könnt, Wasser hinzugegeben. Ihr müsst hier so viel Wasser zugeben, dass ein Wasserüberschuss entsteht und dass eben alle Späne gut durchgeweicht sind. Die Mischung habe ich dann circa 3 Stunden stehen lassen, sodass alle Späne gleich viel Wasser aufnehmen konnten. Nach ca. 3 Stunden habe ich dann das überschüssige Wasser ablaufen lassen und den FUDS-Mörtel hinzugegeben. Ja, das Vorwässern ist hier auf jeden Fall notwendig, weil das Holz sonst dem Beton viel Wasser entzieht, was er eigentlich zum Abbinden braucht und dann wird es hier keine gescheite Aushärtung geben. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich zum Anhören hier einen Handmixer verwendet. Das bietet sich bei kleinen Mengen an. Ich wollte jetzt hier wegen dieser kleinen Menge nicht den Mischer einsauen, weil sonst hätte ich ewig gebraucht, ihn wieder sauber zu machen und so bin ich ruckzuck fertig. Der FUDS-Mörtel ist zur Herstellung von Holzbeton sehr gut geeignet, da er sehr klebrig ist und eine gute Verbindung mit den Holzspänen eingeht. Ihr könnt auch normalen Zement verwenden, allerdings müsst ihr der Mischung dann auf jeden Fall Kaliumchlorid beimischen. Ja, das erhaltet ihr in Kleinstmengen in der Apotheke. Das Mischungsverhältnis beträgt hier 5 Teile FUDS auf einen Teil Holzspäne. Das Ganze ist bezogen aufs Gewicht. So, der Holzbeton war da mal soweit angemischt. Ich möchte jetzt für jede Variante mal 2 Proben durchführen, nämlich eine Platte und einen Körper fürs Gewicht. Ja, und damit machen wir jetzt weiter. Für den Gewichtsvergleich habe ich jetzt hier mal als Schalung Kunststoffbecher verwendet. So kann ich dann sicherstellen, dass in allen Bechern die gleiche Masse eingebracht ist und dann letztendlich das Gewicht 1:1 miteinander verglichen werden kann.
Wenn ihr mit dem Beton jetzt Platten herstellen wollt, dann ist die Verarbeitung von Holzbeton eigentlich genau gleich wie die Verarbeitung von normalem Beton. Ihr braucht für die Stabilität eine Armierung. Ich habe hierzu, wie ihr sehen könnt, ein Armierungsgewebe aus Kunststoff verwendet. Das wird ganz normal in den Beton eingearbeitet. Ihr könnt aber auch Armierung aus Stahl oder Metall verwenden und den Beton auch noch zusätzlich Glasfasern beimischen. Das funktioniert alles ganz genauso wie bei normalem Beton auch. So Leute, der Beton ist in den Schalungsformen. Das bedeutet, ich kann heute nicht mehr machen, mache daher Feierabend und in 4 bis 5 Tagen circa werde ich den Beton dann ausschalen. Bei Holzbeton dauert es ein wenig länger mit dem Aushärten, weil in dem Holz natürlich viel Wasser enthalten ist und dadurch wird auch das Abbinden etwas verlangsamt. Ja, an dieser Stelle noch der schnelle Hinweis, wenn euch meine Videos und meine Experimente gefallen und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, einfach jetzt unten kostenlos auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr nichts mehr. So, ich mache Feierabend und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. 4 Tage sind um. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Ergebnisse mal an und ja, beginnen wir mit dem Ausschalen. So Leute, da würde ich sagen, schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Ich habe den Holzbeton jetzt mal noch 2 Tage an der Luft draußen trocknen lassen. Aktuell ist es ja ziemlich heiß und ich denke, dass da noch einiges am Wasser verdunsten konnte. Ja, komplett ist das Wasser natürlich noch nicht raus, da befindet sich noch einiges im Beton. Das wird noch wahrscheinlich 1-2 Wochen dauern, aber ja, zum Vorführen, denke ich mal, reicht es jetzt soweit. So, dann schauen wir uns die Teile mal an. Das wäre jetzt hier mal die Mischung aus 50% ja, feinen Spänen und 50% gröberen Spänen. Wie ihr sehen könnt, von der Farbe her sieht es 1:1 so aus wie Beton. Die Oberfläche hat jetzt noch einige Lunkern, aber ich denke, das liegt auch an der Verdichtung. Ja, kann man lassen, würde ich sagen. Dann das nächste Ergebnis, das ist die Mischung, wo ich 100% Feinstzuschläge verwendet habe, also das Holzmehl. Da ist die Oberfläche schon deutlich besser, von der Farbe her genau gleich. Ja, sieht eigentlich auch aus wie Beton und kann man auch lassen. Ja, und hart ist es natürlich auch. So, dann haben wir jetzt hier mal die Platte, die ich gegossen habe, mit der 50-50 Mischung. Das seht ihr hier, die ist extrem leicht, also kann ich mit einer Hand halten. Wenn es eine massive Betonplatte wäre, dann würde es so nicht funktionieren. Vom Ergebnis her bin ich auch zufrieden. Wie ihr sehen könnt, nur ganz wenig Luftanschlüsse. Die Farbe sieht auch so aus wie Sichtbeton, kein Unterschied, die Oberfläche ist glatt, auch ein Top-Ergebnis, muss ich sagen. Ja, dann haben wir noch die Platte hier, das ist die Platte, die ich aus den Feinstzuschlägen hergestellt habe, also 100% Holzmehl. Da habe ich jetzt den Fehler gemacht, das habe ich zu früh ausgeschaltet, deswegen hat die Platte an den Seiten, ja, ich sage mal so Ausfranzungen, wo eben dann in der Schalung haften geblieben sind. Sagt mir jetzt persönlich, dass es zu früh war im Ausschalen, weil hier noch viel mehr Feuchtigkeit enthalten ist als in der anderen Mischung. Ja, ist letztendlich auch nachvollziehbar, weil die Feinstoffe eben mehr Wasser aufnehmen als die gröberen Späne. Wie gesagt, wenn ihr eine Mischung aus komplett feinen Zuschlägen macht, aus Holzmehl, dann dauert es einige Tage länger, bis ihr ausschalen könnt. Müsst ihr wissen oder solltet ihr beachten. Dann kommen wir als nächstes mal zu den speziellen Eigenschaften von Holzbeton und das ist ja das, was dann auch letztendlich interessant ist. Ich werde jetzt zunächst mal das Gewicht von Holzbeton mit normalem Estrichbeton vergleichen und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Als erstes habe ich jetzt hier mal den normalen Estrichbeton gewogen mit einer Maximalkorngröße von 8 mm. Der wiegt 1092 Gramm und im Vergleich dazu den hergestellten Holzbeton, der wiegt nur 576 Gramm.
Die Gewichtsersparnis von fast 50% finde ich persönlich schon mal ziemlich erstaunlich. Und wenn man bedenkt, dass in dem Beton noch Feuchtigkeit enthalten ist, denke ich, dass da auch noch Luft nach oben drin ist. Ja, als nächsten Test geht es jetzt hier mal weiter. Ihr seht, ich habe hier ein Aquarium aufgebaut, habe keine Kosten und Mühen gescheut. Und da werden wir jetzt mal schauen, ob der Holzbeton auch schwimmfähig ist. Ja, wie ihr gesehen habt, ist der Beton kurzzeitig geschwommen, hat sich dann mit Wasser vollgesogen, so wie es für Beton eigentlich üblich ist, und ist dann zu Boden gesunken. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man vielleicht eine Imprägnierung oder Versiegelung aufbringt, dann die Wasseraufnahme unterbinden kann und dass das Ganze dann dadurch vielleicht einigermaßen schwimmfähig oder vielleicht längere Zeit schwimmfähig wird. Ich werde es noch nicht gleich aufgeben. Ich habe hier mal noch eine weitere Probe mit dem maximalen Holzanteil, also extrem viel Holz und wenig FUDS. Und da werden wir jetzt mal testen, ob das vielleicht schwimmt. Ja, der zweite Test war jetzt, wie ihr gesehen habt, mal noch deutlich besser als der erste. Aber es bleibt nach wie vor das Problem, dass der Beton eben die Feuchtigkeit des Wassers aufnimmt und dann langsam schwer wird und dann irgendwann zu Boden sinkt. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie man das Problem eventuell in den Griff bekommen könnte, außer, wie schon gesagt, durch eine Versiegelung. Vielleicht fällt euch ja was ein, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. So, dann kommen wir zum nächsten Test, nämlich zur Verarbeitung. Holzbeton soll man angeblich mit der Säge bearbeiten können. Das werde ich jetzt auch mal testen. Also ich könnte jetzt die Kappsäge verwenden oder meine Tischkreissäge. Das werde ich aber nicht machen, weil ich das Risiko nicht eingehen will, dass meine Blätter danach stumm sind. Ich werde jetzt einfach mal eine ganz normale Handsäge verwenden und schauen, was damit geht. Den Sägetest hätte man damit auch abgeschlossen. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Das waren jetzt zwar keine optimalen Voraussetzungen, das ist hier ja eine Metallsäge, aber ich denke zur Verdeutlichung, ja, konnte man sehen, dass man es mit der Säge bearbeiten kann. Und das Sägeblatt ist eigentlich auch noch relativ scharf, nicht mehr so scharf wie davor, aber auch nicht stumpf. So, dann schauen wir mal noch, ob man das Material auch gut bohren kann und vor allem, ob man Schrauben reinschrauben kann. Ja, auch den Test hat es bestanden, würde ich sagen. Die Schrauben kann man ganz normal eindrehen, wie normales Holz auch. Jetzt werde ich mal noch testen, ob der Holzbeton auch brennbar ist, da er zu einem großen Teil aus Holz besteht. Und damit machen wir jetzt mal noch weiter. So Leute, dass Holzbeton nicht brennbar ist, das habt ihr jetzt ja gesehen. Das ist auch eine ziemlich wichtige Eigenschaft, insbesondere bei Materialien, die im Innenausbau oder als Baustoff verwendet werden sollen, weil das Thema Brandschutz spielt ja auch eine immer größere Rolle. So, mit meinen Tests war ich jetzt eigentlich soweit durch. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch testen kann. Die Tests, die ich gemacht habe, die sind eigentlich durchweg positiv verlaufen und damit wären wir heute am Ende.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich finde das Thema Holzbeton weiterhin innovativ und denke, dass man da in der Zukunft auch noch was hören wird. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder sonst irgendwas habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu neuen Videos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken, bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, ciao.